Ja, sehr geehrte Damen und Herren, nochmal einen wunderschönen guten Tag unsererseits. Ich darf mal beginnen mit ein paar Highlights zur Geschichte der BOS GmbH und Co. KG. Das Unternehmen hat im Jahre 2010 haben wir unser 100-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Gegründet wurde BOS also 1910 durch Herrn Wilhelm Baumeister. Ja, BOS ist ein familiengeführtes Unternehmen, das vor allem Wert legt auf Kontinuität. Die Kontinuität zeigt sich insbesondere dadurch, dass noch heute die Kinder, Enkelkinder des Herrn Wilhelm Baumeister unter den Gesellschaftern vertreten sind. Das Unternehmen hat sich dann seit 1910 rasant entwickelt. Im Jahre 1993 haben wir unseren ersten Auslandsstandort in Ungarn eröffnet und seitdem erfolgte dann eine fortschreitende Internationalisierung. Wir haben Standorte und Werke in den USA, in Rumänien, in China, Japan, Mexiko, Tschechien und vielen anderen Ländern eröffnet. Ja, aktuell haben wir weltweit rund 5000 Mitarbeiter an unserem Standort in Ostfildern, unserem sogenannten Headquarter, sind wir rund 450 Mitarbeiter. Insgesamt kann man sagen, dass das BOS-Umfeld geprägt ist von einem sehr dynamischen, innovations- und entwicklungsorientierten Markt und Wettbewerb, dem sich alle Mitarbeiter und insbesondere die Führungskräfte jeden Tag stellen müssen. Damit übergebe ich an Sie. Dank. Dann darf ich Sie auch ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Sabine Horst. Meine Kollegin Frau Markowiak hat die Geschichte von BOS in einer ganz kurzen Zusammenfassung präsentiert. Das war uns wichtig, weil diese Punkte, die hier benannt werden zur Geschichte von BOS, könnte man mit Sicherheit noch sehr, sehr viel mehr erzählen. Aber gerade diese Punkte machen einige Herausforderungen noch mal sehr deutlich, die sich bei unserer gemeinsamen Planung für eine Führungskräfteentwicklung, die erstmalig in diesem Unternehmen angegangen wurde, die da die Basis bilden. Was zeigt sich an dieser Geschichte? Das eine ist ganz wichtig für Führung als Rahmen, die Familientradition und damit einhergehende Werte, die nach wie vor sehr wichtiger Bestandteil im Unternehmen, in der Führungskultur und Unternehmenskultur sind. Das andere ist der Aspekt der zunehmenden Internationalisierung. Wenn man auf die Geschichte schaut der letzten 10 bis 15 Jahre, hat sich im Vergleich zu der recht langen Geschichte im Vorfeld sehr, sehr viel getan. Internationalisierung, Mitarbeiterzuwachs und ein immer stärker dynamischer Markt, sehr geprägt von einem bis zu, man kann schon sagen, aggressiven Wettbewerb. All das hat sich vor allem in den letzten 10 bis 15 Jahren im Vergleich zur vorherigen Geschichte deutlich entwickelt. Für uns bedeutete das, zunächst mal festzulegen, was sind die Anforderungen, die das Unternehmen BOS an seine Führungskräfte heute stellt, im Unterschied auch zu früher. Wir haben bestimmte Dinge benannt oder festgestellt. Im Unternehmen bestand der Wunsch vor einigen Jahren, auch die Führung so professionell zu entwickeln, wie die Führungskräfte ihre Fachaufgaben und Verantwortungen auch wahrnehmen. Es wurde erkannt, dass auch Führung ein Bereich ist, der der Kompetenzentwicklung bedarf und eben auch professionell ausgebildet werden muss. Das war zunächst mal eine ganz wichtige Erkenntnis. Anhand der Geschichte können Sie sehr leicht erkennen, dass auch der Bereich der Veränderungen ein sehr großer Schwerpunkt in der Unternehmensgeschichte darstellt und eine Anforderung an die Führungskräfte stellt. Das eigenverantwortliche und unternehmerische Denken war ein Schwerpunkt, der definiert wurde. Für diesen Bereich eines Automobilzulieferers, der Markt- und Technologieführer ist, ist auch die Innovation und die Kreativität ein ganz wichtiges Thema. Nicht nur für die Führungskräfte selbst, sondern vor allem auch, um Potenziale in ihrem Umfeld zu erkennen. Das heißt also, auch diese Fähigkeit und Kompetenzen in diesem Bereich gilt es zu entwickeln. Verschiedene kulturelle Kontexte kommen hinzu, nicht nur durch die Internationalisierung, sondern auch durch viele Mergers and Acquisitions, nicht nur im Ausland, sondern auch im Inland. Also hier haben wir es mit unterschiedlichen kulturellen Kontexten zu tun.
Und eine ganz wichtige Herausforderung an Führungskräfte ist, wenn man mal die Geschichte der letzten 5 bis 10 Jahre mal reflektiert und das mal weiter in die Zukunft denkt, so wird auch hier sehr schnell deutlich, dass Führungskräfte sehr stark gefordert sind, sich kontinuierlich weiterzubilden. Das heißt, dies alles waren für uns Rahmenbedingungen, in eine Gestaltung von Führungskräfteentwicklung zu denken. Und wir haben das nochmal zusammengefasst in 3 zentrale Leitfragen. Wie gelingt es uns gemeinsam, das Unternehmen BOS und das Steinweiß Beratungszentrum, das die Entwicklung begleitet hat, die Führungskompetenzen einerseits zukunftsorientiert zu entwickeln, Führungskräfte in ihrem Selbstmanagement zu unterstützen und die Nachhaltigkeit der Entwicklungsmaßnahmen zu fördern. Das ist ja immer ein großes Thema von Weiterentwicklungen, Personalentwicklungen allgemein, Führungskräfteentwicklungen im Besonderen. Wir hatten den Anspruch, mit der Führungskräfteentwicklung auch die Lessons learned so professionell zu gestalten, dass die Führungskräfte Methoden erlernen, sich selbst auch weiterzuentwickeln. Für folgenden Weg haben wir uns dann in gemeinsamer Abstimmung nach verschiedenen Prozessen entschieden. Wir haben zunächst eine Seminar- und Workshop-Reihe zu relevanten Führungskompetenzen entwickelt, die gemeinsam mit Human Resources und der Geschäftsführung abgestimmt wurden. Hier stand für uns vor allem im Vordergrund, nicht nur neues Wissen zu vermitteln, was auch wichtig war, aber wir stellen immer wieder in Beratungssituationen fest, dass sehr viel Know-how und viele Ressourcen im Unternehmen vorhanden sind. Und diese Schätze, die wollten wir sozusagen auch mitheben und die Kompetenz damit auch entwickeln im Unternehmen, dass dieses Wissen, diese Ressourcen auch künftig auch unabhängig von externer Beratung genutzt werden können. Lernen voneinander ist hier also ein Kernprinzip. Und die Interaktivität in den Seminaren stand damit im Vordergrund. 24 Führungskräfte von insgesamt etwas über 70 haben an dieser Reihe teilgenommen. Deshalb war uns auch wichtig, für die Nachhaltigkeit begleitend Workshops stattfinden zu lassen, sodass alle Führungskräfte in die Entwicklung von Führungskompetenzen involviert sind. Zur Begleitung der 24 Führungskräfte, damit eben nicht am Ende der Seminarreihe auch das Ende der Weiterentwicklung ist, sondern wir wollten bewusst auch das Ende der Seminarreihe als einen Start der internen Weiterentwicklung sehen, gab es die Entscheidung, Führungskreise aus dieser Gruppe der 24 Teilnehmer zu gründen, die sich selber weiter beraten. Und hierzu haben wir gearbeitet mit der kollegialen Beratungsmethode, die ich Ihnen nachfolgend gerne vorstellen möchte. Kollegiale Führungskreise bei BOS bedeuten, dass an ganz konkreten Praxisanliegen gearbeitet wird, von den Führungskräften selbst eingebracht. Also die Teilnehmer bringen selbst ihre Themen, ihre Anliegen mit ein. Das sehen Sie jetzt sehr schön in diesem Diagramm. Es gibt einen Fallgeber, einen Anliegengeber, der bringt sein Thema ein, bearbeitet dieses mithilfe von Kollegen, die ihn beraten, und hierfür sind einige zentrale Prinzipien sehr wichtig. Das eine Prinzip ist die Rollenaufteilung, eine klare Rollenaufteilung mit unterschiedlichen Verantwortungen in diesem Prozess. Die Bearbeitung des Falls wird in 4 Phasen durchgeführt und auch das ist wichtig, dieses Prinzip aufrechtzuerhalten, damit auch wirklich ein Entwicklungsprozess stattfindet und auch eine zieleorientierte Lösungsfindung. Und hier haben wir mal einen Aspekt gehighlightet, weil das etwas ist, was oft Führungskräfte in ihrem beruflichen Alltag nicht unbedingt so praktizieren, nämlich zunächst mal auf der Basis einer Situationsanalyse eine Zieleorientierung zu entwickeln. Wo will ich eigentlich hin? Viele Führungskräfte können noch relativ gut Probleme, Situationen, Dinge, die nicht gut gelaufen sind, benennen und analysieren, aber wir stellen immer wieder fest, zu definieren, wo wollen wir denn eigentlich hin, zum Beispiel auch mit Mitarbeitern, fällt vielen schwer. Das haben wir hier bewusst geübt und entwickelt. Der zeitliche Rahmen ist ein wichtiger. Eine Beratung sollte innerhalb von 1 Stunde stattfinden. Und regelmäßige Treffen sind eine wichtige Voraussetzung. Solch eine Methode und solche Führungskreise haben nur dann Erfolg, wenn sie auch regelmäßig stattfinden in festgelegten Frequenzen und sozusagen zu einer Institution und damit auch zu einem Führungsinstrument werden. Voraussetzung ist, dass hier eine Grundschulung sozusagen in dieser Methode stattfindet. Das heißt, alle Teilnehmer in den Führungskreisen sind eingeführt in die Methode
und eben auch in relevante Gesprächs- und Fragetechniken. Und damit möchte ich gerne an Frau Markowiak wieder übergeben, die berichtet, welche Erfahrungen jetzt BOS tatsächlich mit diesem Einsatz dieses Tools macht. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Horst. Ich möchte Ihnen gerne den Nutzen für BOS ein bisschen näher bringen. Zunächst einmal stärkt das Vorgehen der kollegialen Beratungsmethode die vorhandenen internen Ressourcen, die oft in den Unternehmen ungenutzt bleiben. Also das ist jetzt ganz wichtig, dass wir das können. Darüber hinaus haben die Führungskräfte nun ein institutionalisiertes Forum, also ein Forum, in dem sie sich regelmäßig treffen können und sich zum Thema Führung weiterentwickeln und damit eben auch die Führungskultur bei BOS aktiv mitgestalten können. Das zentrale Element dieser Beratungsmethode ist, wie Frau Dr. Horst schon sagte, die Führungskräfte haben gelernt, zieleorientiert zu führen, ganz wichtig. Darüber hinaus fördert die Methode das lösungsorientierte Denken und Handeln und eben einzelne Elemente der Methode sind auch auf andere Führungskontexte übertragbar, so zum Beispiel auf die Planung und Gestaltung von Meetings, auf das Führen von Mitarbeitergesprächen und anderen Dingen mehr. Ja, ich möchte Ihnen ein paar Erlebnis- und Erfahrungsbeispiele aus unseren Seminaren geben. Sie sehen hier schon ein interaktives Foto. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe selber auch teilgenommen an den Seminaren. Und alle haben sehr aktiv mitgearbeitet. Zunächst einmal diente diese kollegiale Beratungsmethode zum Erfahrungsaustausch der Führungskräfte untereinander. Die Teilnehmer der Seminare haben festgestellt, die Kollegen haben oft die gleichen und ähnliche Probleme, das schweißt zusammen und man kann sich darüber austauschen. Dann ganz wichtig, Probleme können durch diese Methode durch unterschiedliche Perspektiven betrachtet werden und führen somit dann auch zu ganz neuen Lösungsansätzen. Ein großer Gewinn für alle Führungskräfte. Dann erfuhren die beteiligten Führungskräfte eine Entscheidungshilfe und Unterstützung durch die Kollegen und eben die Methodensicherheit durch Übung. Wie Frau Dr. Horst schon sagte, es ist nicht so, dass man das einmal durchspielt und dann kann man diese Methode? Nein, man muss es mehrmals üben, man muss die verschiedenen Rollen auch üben, um dann eben effizient sich gegenseitig zu beraten. Ja, ganz wichtig, die Voraussetzung ist ganz das Vertrauen untereinander, ohne dieses geht es nicht, und die Verschwiegenheit. Wenn das nicht gegeben ist, funktioniert die Methode nicht und gereicht dann eher zum Nachteil. Ganz wichtig ist dann auch der respektvolle Umgang der Führungskräfte untereinander. Eine ganz wichtige Erkenntnis oder auch die wichtigste Erkenntnis der Seminarteilnehmer war ganz bestimmt, wir können unsere Probleme im Team lösen ohne einen externen Coach. Das heißt jetzt nicht, dass wir keine externen Coaches mehr einsetzen bei BOS, aber wir haben durch dieses neue Tool ja sehr viel mehr Möglichkeiten, die Führungskräfte eben zu unterstützen bei ihrer Lösung von Problemen oder sie sich eben selbst. Ja, noch ein paar Worte zur Resonanz der Seminarteilnehmer bei der Evaluation der Seminare. Für die Seminarteilnehmer steht fest, dass die kollegiale Beratung zunächst schnelle, umsetzbare Lösungen bei Problemen ermöglicht, dann eben eine BOS-interne Netzwerkbildung. Man arbeitet nun auf Augenhöhe und insgesamt viel vertrauensvoller mit den Kollegen. Ja, diese kollegiale Beratungsmethode hat dazu geführt, dass sich bei BOS nun gerade kollegiale Führungskreise gründen und die Führungskräfte können nun durch diese Methode in diesen Führungskreisen bewusst mitwirken bei der Gestaltung der BOS-Führungskultur. Ganz wichtig ist noch zu nennen, dass diese Methode auch noch Nebeneffekte hat. Die Führungskräfte können bei der Durchführung dieser Methode das Feedback geben und nehmen, üben und sie wenden häufig wichtige Fragetechniken an. Das können sie dann eben auch in anderen Bereichen wieder nutzen.
Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu unseren weiteren Vorgehensweise, zur Implementierung der Führungskreise. Die Teilnehmer haben bestimmte Regeln und Rahmenbedingungen vorgeschlagen, auf die wir gerne eingehen. Zunächst einmal wird die Personalabteilung regelmäßige feste Termine organisieren. Wir gehen jetzt mal von 4 Terminen pro Jahr aus und eben Termine nach Bedarf, falls ein Kollege mal spontane Beratung benötigt. Wir starten jetzt im Oktober mit einem Kick-Off-Meeting. Und es ist künftig so, dass die Gruppen sich dann an dem Termin selbstständig zusammenfinden. Pro Beratungsgruppe sind immer 5 bis 6 Teilnehmer vorgesehen. Die Rolle von HR bezieht sich darauf, die Termine zu organisieren, die Räumlichkeiten und die technische Ausstattung. Ansonsten machen die Beratungsgruppen alles selbst. Wichtig, die Regeln dabei sind eben die Einhaltung der Methode, sonst funktioniert die kollegiale Beratung nicht, Vertraulichkeit, Wertschätzung und die Feedback-Regeln. Wichtige Instanzen bei der Etablierung dieser Methode im Unternehmen sind zunächst die Abteilung Human Resources. Wir unterstützen, wir beraten und organisieren. Dann die Geschäftsführung, ganz wichtig. Die Geschäftsführung des Unternehmens muss eben diese Methode und dann die entstehenden Führungskreise befürworten und unterstützen. Und sofern vorhanden, auch der Betriebsrat muss einbezogen werden und diese kollegialen Führungskreise unterstützen und befürworten. Unser Ausblick und unsere Erwartungen in Bezug auf die Methode und die Führungskreise. Wir wollen jetzt nach und nach die kollegialen Führungskreise bei BOS auf allen Führungsebenen etablieren. Wir wollen auch die höchste Führungsebene einbeziehen. Das ist bisher noch nicht geschehen. Dann wollen wir eben eine weltweite, bewusste BOS-Führungskultur entwickeln und die sich dadurch auszeichnet, dass die Führungskräfte eben daran mitwirken. Und das Fazit daraus wird sein, dass wir noch mehr motivierte, leistungsfähige Mitarbeiter haben und dass BOS eben dann noch mehr Erfolg hat, insgesamt die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Ja, damit bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen. Vielen Dank.